Ich habe mir mal wieder eine USB-Soundkarte geholt. Diesmal ist es eine Du-Kabel-Soundkarte. Die hat nur 10 Euro gekostet, wurde mir aber auch freundlicherweise von Du-Kabel selbst wieder erstattet. Die Karte hat mich aus mehreren Gründen interessiert. Erstens ist der Preis relativ niedrig. Zweitens hat sie einen interessanten Formfaktor. Meine bisherigen USB-Soundkarten haben immer mehrere Steckplätze bei USB belegt. Die gingen nach rechts und links in die Breite und haben da oftmals den anderen USB-Port blockiert. Die Karte wiederum ist ziemlich schmal und hat zusätzlich noch so eine kleine Kabelverlängerung dran. An deren Ende befindet sich dann ein TRRS-Anschluss. Die gleiche Karte gibt es auch nochmal mit getrennten Anschlüssen für Kopfhörer und Mikrofon. Die Variante fand ich jetzt allerdings ein bisschen interessanter. Ich kann ja einfach mit dem Adapter die gleiche Funktionalität wie mit der anderen Karte wiederherstellen. Bei 10 Euro kann ich natürlich jetzt keinen Hi-Fi-Genuss erwarten, aber dafür denke ich mal, ist die Karte sowieso nicht gedacht. Deshalb teste ich jetzt mehr auf Störgeräusche oder sonstige Unzulänglichkeiten. In dem Preisbereich macht es einfach keinen Sinn, ja irgendwie jetzt auf Hi-Fi zu testen bei 10 Euro. Und wenn ich jetzt Kopfhörer oder Lautsprecher anschließe, habe ich mit der Karte auch gar keine Probleme. Die Probleme fangen dann an, wenn ich ein Mikrofon anschließe. Das Grundrauschen der Karte ist ziemlich hoch. Ihr sollt euch natürlich selbst ein Bild davon machen können, wie die Mikrofonqualität ist. Deshalb spreche ich jetzt einen Text, immer mit dem gleichen Mikrofon, einmal hier in meinen Zoom H1n Audiorekorder ein, der ist im weitesten Sinne auch eine USB-Soundkarte, und das gleiche dann nochmal entsprechend mit dem Du-Kabel-Adapter. Jetzt hört ihr mich mit dem EduTeach ETM 006 Mikrofon angeschlossen an den Zoom H1n. Das sollte also eine recht akzeptable Qualität sein. Und ich will ja, dass ihr bei mir auch was lernt. Deshalb bekommt ihr jetzt eine schöne Bibelstelle dazu, wie denn die Bibel so zur Gewaltlosigkeit steht. Matthäus 10, 34, ich zitiere einfach mal den guten Jesus. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Freunde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und jetzt hören wir einfach mal uns Stille an. Ihr könnt jetzt mal eure Kopfhörer laut stellen, damit ihr das Rauschen oder das Grundrauschen des Mikrofons und meiner USB-Soundkarte hört. Ich blende ein, wenn es wieder laut wird. Jetzt hört ihr mich über die Du-Kabel-Soundkarte und dem identischen Mikrofon, das ich auch vorhin verwendet habe. Und jetzt lese ich euch nochmal den friedvollen Text aus dem Neuen Testament vor. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und jetzt wieder mal einen Moment Stille, damit ihr das Rauschen hören könnt. Könnt ihr ein bisschen aufdrehen. Das Rauschen ist jetzt natürlich höher bei der günstigen Du-Kabel-Soundkarte im Vergleich zu meinem Zoom H1n. Jetzt hört ihr mich wieder direkt über das Mikrofon vom Zoom H1n, also kein Ansteckmikrofon dabei. Ich habe ein Mikrofon mit einem recht lauten Ausgangspegel verwendet. Das heißt, wenn euer Mikrofon ein bisschen leiser wäre, wird das Rauschen auch mehr in den Vordergrund kommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass moderne Kommunikationssoftware auch schon in ihrem Codec so eine Rauschunterdrückung drin haben. Es kann also sein, dass das sowieso niemandem auffällt, das Rauschen. Persönlich finde ich das für 10 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, schon allein wegen dem schönen Formfaktor. Ich persönlich würde aber wahrscheinlich eher zu einem teureren Modell kaufen, um ja dieses Grundrauschen einfach noch ein bisschen niedriger zu haben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchen USB-Soundkarten ihr gute Erfahrungen gemacht habt und was ihr dafür bezahlt habt.